Moin und herzlich willkommen bei GIBA Caravan Technik in Springe bei Hannover. Ja, vorletzter Tag vor unseren Betriebsferien. Wir sind bald erstmal durch und verabschieden uns für 2 Wochen. Wird auch mal Zeit. Ja, wir hatten wieder mal eine schöne Woche hinter uns und haben einiges geschafft. Wir hatten Anfang der Woche ein paar schöne Solaranlagen. Wir hatten Morello da, der hat nochmal 600 WP von uns dazu bekommen. Hatte vorher schon, irgendwie, ich glaube, 400 oder so drauf, hat jetzt ein gutes KW auf dem Dach. Blenden euch gerade mal ein Bild ein. Auch was hatten wir noch? Einige Solaranlagen. Aber wir hatten, ich weiß gar nicht, was das für ein Fahrzeug war, eine 450 WP-Anlage auf dem Fahrzeug. Da haben wir eine vorhandene Anlage überbaut. Da waren Flexmodule drauf, waren ziemlich ineffizient leider irgendwie in die Jahre gekommen. Und die haben wir überbaut und dazu noch ein Faltpanel, sodass er insgesamt jetzt 450 plus 200 WP macht 650 WP in Summe. Ja, das ist dann eine solide Größe. Dann haben wir nochmal einen Hümer mit 450 WP gehabt. Der hat auch noch einen Booster bekommen, zwei dicke Batterien, zweimal Liontron 150 Amperestunden. Einige Batterien die Woche gehabt, auch einige Bulltrons tatsächlich. Ein Fahrzeug mit zweimal 160 Amperestunden, einen hatten wir heute gerade noch mit 300 Amperestunden. Und noch einige Liontrons die Woche, Untersitzbatterien, Wechselrichter, Kombis, normale Wechselrichter von bis. Max-Fans hatten wir einige tatsächlich die Woche, LTE-Antennen. Ja, so, genug gequatscht. Jetzt haben wir noch morgen. Da kommen noch eine Klimaanlage, ein Max-Fan und noch ein, zwei LTE-Antennen und dann ist Mittag, Feierabend. So, heute wollen wir aber noch einmal euch vorstellen, weil letzte Woche hatten wir das schon angekündigt, und zwar Kühlschrankansteuerung. Intelligente Kühlschranksteuerung, Absorberkühlschrank über Solar betreiben. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, das erzählt euch Luis jetzt. Viel Spaß dabei, ich sag schon mal ciao, bis in 2, 3 Wochen. Macht's gut, schöne Zeit. Jo, moin, wieder vom hier. Ja, Thema Kühlschranksteuerung beziehungsweise sinnvolle Energienutzung, wenn Solarenergie im Überschuss ist. Malte hatte euch ja letzte Woche hier schon den 3000er Multiplus unterm Fahrersitz gezeigt. Wir können von oben gerade mal ein Bild einblenden. Wir haben jetzt auf dem Fahrzeug hier 660 WP. Also 6 Paneele mit A 110 WP. Backcontact-Paneele kennt ihr ja schon bereits. Haben innen drin, könnt ihr einmal reinfilmen, den Multiplus, den Malte schon gezeigt hat, den 3000er unterm Fahrersitz, diese ganz, ganz enge Nummer. Das ganze Batteriefach ist soweit verlegt. Hier haben wir 2x200 Amperestunden Liontron-Batterien, also 400 in Summe. Ja, das Ganze mit einem Solarregler. Zusätzlich noch einen kleinen Solarregler für ein Faltpanel da dran, mit dem Servo, mit dem Smartstand, damit wir das hier oben in der Zentrale alles entsprechend überwachen können. Ne? Das ist jetzt unsere Zentrale, hier aktuell der Akkuzustand oder der SOC, der Ladezustand aktuell bei 90%. So, jetzt ist es bei dem Fahrzeug auch so, dass man in der Regel relativ früh morgens schon seinen Verbrauch wieder in den Batterien wieder nachgeladen hat durch die ziemlich große Solaranlage. Also haben wir ab vielleicht 11 Uhr oder 12 Uhr mittags oder morgens einen Solarüberschuss. Das schadet den Batterien nicht, das macht nichts. Der Laderegler geht dann von alleine nachher in den Float-Lademodus, das heißt in diesen Erhaltungslademodus. Die Batterien, die Lithium-Batterien können nicht überladen werden oder irgendwas, so wie es früher vielleicht mal möglich war bei Batterien. Ja. Es ist trotzdem aber einfach ineffizient. Wir haben oben die Sonne im Grunde genommen anstehen. Unsere Batterien sind voll. Und tagsüber ansonsten verbrauchen wir keine Energie. Wir machen tagsüber so ein paar Lampen an. Das wird alles ganz, ganz locker aus der Batterie, aus der Solaranlage gepuffert. Die, ich sag mal, 5 Ampere oder wie auch immer. Das ist alles gar kein Thema. Deswegen gibt es immer wieder Fälle, wo es Sinn macht, den Kühlschrank SOC, also ladezustandsabhängig über die Batterie laufen zu lassen. Der läuft ja normalerweise, läuft der Absorber über Gas. Klar, wir brauchen beim Absorber, gerade bei hohen Temperaturen, am besten sowieso einen Kühlschranklüfter, den haben wir hier auch entsprechend verbaut. Und da läuft der Absorber im Normalfall ja über Gas, sodass wir jeden Tag eben einen gewissen Gasverbrauch haben. So, jetzt haben wir, auf der einen Seite haben wir diesen Gasverbrauch, den Energieverbrauch davon, auf der anderen Seite haben wir randvolle Batterien und
potenzielle Energie oben auf dem Dach, die aber gerade gar keine Energie bringt, weil wir haben keinen Abnehmer dafür, Batterien sind voll, Verbraucher sind tagsüber keine an. Also können wir es, oder ist es eine gute Idee, den Kühlschrank in dem Moment, wo wir zu viel Energie haben oder wo wir ausreichend Energie übrig haben, über Batteriestrom laufen zu lassen. Jetzt werden einige sagen, ja, über Batterie ist der Kühlschrank nur noch so in der Erhaltungsfunktion, da kühlt der nicht mehr vernünftig. Das war früher so, tatsächlich. Ich habe mir das hier draußen aufgeschrieben. Und zwar war es früher einfach so, die alten Kühlschränke, die hatten auf 230 Volt, hatten die vielleicht 300 Watt. So, und damit die Stromstärke auf 12 Volt nicht zu hoch war, waren sie da auf 150 Watt begrenzt. Das heißt, die waren einfach super ineffizient. Die brauchten bei 230 Volt, brauchten die ihre 300 Watt, um überhaupt vernünftig zu kühlen, weil die waren auch gar nicht so geil isoliert wie heute im Kühlschrank und auch generell von der Technik, von der Absorbertechnik, nicht so effizient wie ein heutiger Kühlschrank. Das heißt, wir hatten auf 230 Volt, ich sag mal 300 Watt, auf 12 Volt vielleicht 150 Watt, um die Stromstärke nicht, um es mit der Stromstärke nicht zu übertreiben, weil wir sonst noch dickere Leitungsquerschnitte bräuchten und so weiter. Das ist aber heute gar nicht mehr der Fall. Ich habe mir hier mal rausgeschrieben, zum Beispiel die Dometic RMS 10.5, also die 10er Serie T, einen mit 83 Liter. Da haben wir auf 230 Volt ist die Kühlleistung, also die Leistung, die aufgenommene Leistung, nicht die Kühlleistung, Entschuldigung, 135 Watt. Auf 12 Volt sind es 130 Watt. Das heißt, 5 Watt Unterschied macht in Summe, ich habe es mir extra aufgeschrieben, grob 3,5%. Das merkt ihr nicht. Ja? Das heißt, dieser Kühlschrank kühlt generell auf 12 Volt schon mal, ich möchte sagen, genauso gut wie auch 230 Volt. Als Beispiel, genau die gleiche, wie auch die 10er Serie, 133 Liter Variante. Auf 230 Volt, 170 Watt, auf 12 Volt auch 170 Watt. 0% Differenz, also exakt dasselbe. Also kühlt der auch genauso, ja. Ob er auf 230 Volt seine 170 Watt verbraucht oder auf 12 Volt, das ist egal. Weil die Leistung oder die Kühlleistung ist nachher die gleiche. Beispiel Tedford, 113 Liter Kühlschrank, auf 230 Volt 153 Watt. Auf 12 Volt 140 Watt, macht einen Unterschied von grob 9%. Ne? Also keine 10%, das ist nachher auch nichts. Mit einem Kühlschranklüfter können wir diese Effizienz schon lange wieder rausholen, weil wir die Wärme auch vernünftig abführen können. Ein bisschen anders war es tatsächlich bei einem Tedford Kühlschrank mit 175 Liter. Da liegt der Unterschied 230 bei 240 Watt zu 12 Volt bei 205 Watt. Das sind roundabout 17%. Aber auch hier können wir haben es ja selber bei dem Modell jetzt auch ausprobiert, bei dem großen Kühlschrank, können wir das über 12 Volt immer noch problemlos auch runterkühlen. Nicht nur erhalten, sondern auch runterkühlen. Also können wir, wenn wir ein solches Komplettpaket installieren, wo wir nachher einen Batteriemonitor haben, also einen Messstand, der genau misst, was geht in die Batterien, was geht aus den Batterien raus, wie ist der aktuelle Zustand meiner Batterie, also der SOC, ne? Der aktuelle Batterieladezustand, sage ich mal auf Deutsch, das weiß der genau. Dann können wir in einem gewissen Bereich ein Signal ausgeben, das kann wahlweise entweder über ein BMV von Victron zum Beispiel, also über einen Batteriemonitor passieren, aber auch, wie wir es jetzt hier gelöst haben, über den Servo, über die Zentrale, wie gesagt, können wir ein Signal ausgeben. Gib mir dieses Signal aus, wenn der Batterieladezustand größer ist als 80% zum Beispiel. Das heißt, alles oberhalb von 80% gibt er die Signal aus. Der Kühlschrank, man muss da ein bisschen tricksen, ich will jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, bekommt das Signal und in dem Moment, wo er das Signal bekommt, obwohl er auf Automatik steht, springt er auf die 12-Volt-Batterie, weil der Servo weiß in dem Moment, wir haben einen gewissen Batterieladezustand. Und solange wir den nicht unterschreiten, gebe ich dieses Signal aus und der Kühlschrank läuft darüber. Wir können uns das drin mal angucken. Der läuft auch schon den ganzen Tag darüber. Stand in der Sonne, jetzt steht er aber schon relativ lange hier in der Halle und hat schon ein bisschen was verbraucht. Wir haben hier zum Beispiel eingestellt, er soll bis 80% soll er runterfahren. Ne? Und wir sehen jetzt hier Gleichstromverbrauch. Aktuell 290 Watt. Gut, davon ist ein bisschen was. Wir können hier nochmal ausschalten. Davon ist ein bisschen was hier von innen. Und der Rest ist einfach nur der Kühlschrank. Der zieht jetzt hier gerade 240 Watt, der Kühlschrank.
Das macht er aber auch schon den ganzen Tag, seit heute Morgen macht er das. Ne? Und da steht jetzt, wie gesagt, schon relativ lange drin. Das heißt, ich bekomme gerade nicht gar nicht mehr die ausreichende Nachladung. Deswegen sind wir schon auf 89% runter. Aber wir haben halt diese Energie im Überschuss. Wir haben jetzt hier irgendwie 400 Amperestunden. Und wenn ich dann jetzt eben diese paar Amperestunden da rausnehme, ich habe immer noch ausreichend Reserve. Ich kann mir meine Schwellwerte natürlich noch anders einstellen. Ich kann auch sagen, bitte springen bei unter 90% oder unter 70%, wie auch immer ich das gerne haben möchte, schon wieder in den Gasmodus um. Damit es nicht zu einem permanenten Hin und Her kommt, weil wir haben ja das Problem, wenn wir nachher dieses Signal rausgeben, also ein D-Plus-Signal zum Beispiel bei den Tedford-Kühlschränken oder ein S-Plus-Signal bei den Dometic-Kühlschränken, wenn wir dieses Signal rausgeben, danach springt der ja nicht, wenn wir das Signal wegnehmen, Entschuldigung, wenn wir das Signal wieder wegnehmen, danach springt der nicht sofort wieder auf Gas um, weil er davon ausgeht, ihr seid gerade an der Tanke oder habt gerade an der Tanke angehalten und da darf er erstmal ein paar Minuten lang nicht auf Gas zünden, deswegen hat man immer eine Verzögerung. Somit, damit nicht immer so ein Hin und Her passiert, jetzt bin ich bei 81%, jetzt geht er wieder auf 12 Volt, jetzt bin ich unter 80%, jetzt geht er wieder auf Gas, damit das nicht immer hin und her geht und wir dadurch nachher Verlust haben, schalten wir es in der Regel so. Wir fangen an bei 100%, die Batterie ist voll und wir sagen, alles über 99% soll er anfangen, diesen Kühlschrank anzusteuern. Das macht er so lange, bis wir die 80%, zum Beispiel 80%, unterschreiten, dann wird das abgeschaltet. In dem Moment lädt die Solaranlage oder was auch immer eben wieder entsprechend nach, bis zu einem gewissen Schwellwert, den wir erreichen müssen. Wenn wir diesen Schwellwert erreicht haben, beispielsweise hier jetzt eben 99 oder 98%, wenn wir den überschritten haben, ab dann kriegt der Kühlschrank wieder ein Signal und wir fahren die Batteriekapazität wieder runter. Und dieser Prozess geht immer hin und her, immer hoch und runter, aber weil wir das nicht mit 1% haben, das geht immer hin und her, sondern wir haben das mit 20% und diese 20% sind halt nachher ein kompletter Tag zum Beispiel. Dadurch funktioniert dieser Prozess nachher, weil wir es eben sehr lange dann auf 12 Volt laufen lassen. Ja. Gar nicht, was ich dazu noch sonst groß sagen soll. Ich finde das immer so faszinierend. Es macht immer so viel Spaß, wenn man der Sache dann dabei zugucken kann und das auch wirklich richtig, richtig gut funktioniert. Ne? Einige von unseren Kunden wissen das, den haben wir es jetzt schon mehrfach so eingebaut und funktioniert echt richtig gut. Eigentlich in der Regel immer in Verbindung mit einem Kühlschranklüfter, ne? Damit wir auch draußen diese ganze Stauwärme draußen aus dem Abluftkasten da vernünftig rauskriegen. Und so kann man halt seine Solarenergie, die man eben absolut im Überschuss hat, ne, gerade im Sommer, kann man halt doch noch effizienter nutzen. Ne? Und ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Ja, ich denke, das war es soweit zu unserer kleinen Energieoptimierungs- oder Energienutzungsoptimierungsvorstellung bezüglich des Kühlschranks. Ja, wir haben morgen noch den Freitag, Alter, dann... was endlich geschafft. Waren echt ein paar anstrengende Monate oder ein paar anstrengende Wochen dabei jetzt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf 2 Wochen Urlaub. Bei uns soll es auch mit dem Wohnmobil natürlich, bei Malte und bei mir, jeweils mit Familie, Richtung Kroatien runtergehen, sofern es die Zeit oder die ganzen Corona-Sachen da oder Corona-Bedingungen jetzt entsprechend zulassen. Mal gucken. Vielleicht sieht man sich ja unterwegs. Dann winkt mal ganz freundlich. Freut uns immer, wenn man uns doch schon so weit irgendwie kennt. Ansonsten wünschen wir euch auf jeden Fall auch einen schönen Urlaub und dann sehen wir uns in 2 bzw. in 3 Wochen. Lasst uns gerne Daumen und ein Abo da. Wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann. Ciao.